Grüße, yo, es ist Sonntag, wieder mal. Ehrlich, komme wirklich schon langsam vor, wie täglich grüßt das Murmeltier. Und es ist Ostern, also hurra und bunte Eier euch allen. Ich habe gehofft, ich schaffe noch vor dem Wochenende ein paar Videos, aber anscheinend ist dem nicht so. Und dann ist wieder dezent der Terror ausgebrochen in Bezug auf Arbeit und Feiertage und aber genug davon. Wiederum heute erst Musterprüfbericht für zwei Serien. Zum Onklong haben wir hier Ru Jingju Nana no Mazukin, also Nananas geheimer Schatz. Ist eine ziemlich einfach gestrickte anscheinend Adventure Light Novel Adaptation auf Komödie getrimmt. Soll ungefähr nur 12 Folgen haben. Ich habe jetzt erst die erste Folge gesehen, gerade eben erst. Und wow, okay. Typ zieht in ein Apartment ein und anscheinend wissen alle außer ihm, dass in diesem Apartment ein Geist lebt. Ein ortsgebundener Geist der Vorbesitzerin und einem Mädchen, das vor einigen Jahren gestorben ist. Besser gesagt, wow, die anscheinend sehr beliebt, / sehr zurückgezogen gelebt hat und mit einem riesengroßen Geheimnis ins Jenseits abgezogen ist, da sie in ihrem Apartment hier eben umgebracht wurde. Oh Mann. Und irgendwie spielen sie das Ganze mehr als Show-Act auf, weil sie wirklich, oh ja, sie isst den ganzen Tag Pudding und spielt Online-Rollenspiele anscheinend. Und alle Arten von, wow, der Fight am Anfang über wer darf bestimmen, was in dem Zimmer abgeht. Ich hab keine Ahnung, was hat das, was hat dieser Typ, wie hat der Mittel geheißen? Jugo zieht in dieses Apartment ein und hat, ist mehr oder weniger in der Wohngemeinschaft mit ihr eingegangen. Zwangsweise, weil er Geldprobleme hat und sie sich nicht leisten kann. Und es ist anscheinend schon eine gängige, ein gängiges Ritual, dass Leute dort einziehen, damit, sich der Geist nicht einsam fühlt. Also. Okay. Ist mal eine etwas frischere Angehensweise, muss ich sagen. Bin auch sehr angetan von der ganzen Situation. Nur halt eben, ich habe keine Ahnung, in was für eine Richtung sie das führen wollen. Wollen sie wirklich mehr in die Hardcore-Comedy-Slapstick-Richtung sind oder wollen sie es ein bisschen mehr Drama rennen? Da es eine Light Novel Adaptation ist, bin ich mir nicht sicher, dass es sicher schon ziemlich früh in irgendwelche Dramen ausarten wird. Ich habe aber gehört, dass in den draufkommenden, ich habe wie gesagt erst eine Folge gesehen und es sind glaube ich schon zwei draußen. Keine Ahnung, ich hinke, wie gesagt, immer noch der ganzen Sache elendig nach. Ich habe noch nicht einmal einen Anschnitt des momentanen Angebots der Season irgendwie anzuschehen vermocht. Deswegen, oh Mann, das ist noch lustiger. Sieht es so aus, als wenn sie wirklich in die grotesk absurden Sachen reinstellen. Also nichts überrealistisches, also nichts im Marke so Magic Shopping Arcade oder zum Beispiel Nichisho, aber wirklich sehr viel Slapstick. Okay. Auf jeden Fall, man kann bereits sagen, das ist wirklich so eine kleine Treasure Hunt Story, da ist hier dann hier da der Beschreibung in den Synapsen beschrieben wird, dass dass es einen Adventure-Club gibt in der Schule, in dem sich einige Leute zusammengeschlossen haben, um einen Schatz, den dieses Mädchen anscheinend gefunden hat, zu suchen. Also fast ein bisschen was wie die Goonies. Aber ich fand es okay, dass sie das Ganze mit diesem ganzen Mordplot bereits jetzt schon, okay, das ist passiert, Leute haben danach gesucht und haben nichts gefunden. Finde ich okay, dass sie das wirklich so eingebaut haben. Also, ja, wir schieben das nicht zur Seite, wir zeigen dir, dass wir das gemacht haben in der Storyline, aber das ist woanders gewesen, nicht hier, darum geht es nicht gerade, es geht mehr um die Schatzsuche und um die anderen Leute. Dass sie ein Geist ist, ist auch ein fixer Plotteil, der aufgebracht, sich darüber lustig gemacht wurde und okay ist im Moment. Wie sie das ausspielen wollen, ist mir eher noch ein Rätsel, aber es wirkt auf jeden Fall interessant und solide. Soweit also die Geister / The Hard Life of a Schoolboy Story.
Okay, was haben wir dann sonst noch? Wohlgemerkt, es ist schon nach 8 Uhr, also. Gut, dass ich morgen nicht arbeiten muss. Eine gute an dem Feiertag, kurz, dass morgen Gott sei Dank ein freier Tag ist. Ach, vielleicht schaffe ich da morgen noch was. Ne? Dann, zweite Serie. Und die wurde ich schon diversere Male gefragt. Oh Mann. Black Bullet. Eine Folge gesehen und ich muss sagen, nicht so beeindruckt. Weil es ist eine von diesen Storylines, die ich schon zu oft gesehen habe in anderen Serien. Dieses, oh, die Menschheit vor der Vernichtung durch einen Virus. Ich meine, abgesehen mal von Guilty Crown, okay, woran sich die meisten noch halten, wenn ich meine Venus vs. Virus, die Gilgamesh-Storylines und so weiter und alle anderen, die in diese Richtung gehen, diese, oh ja, du trägst den Virus in dir, aber er verhüpft zu größer. Ich kenne sogar drei oder vier Videogames, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, die diesen Plot hatten. Oh, okay. Soll aber nicht heißen, dass ich negativ über die Serie reden möchte. Es ist nur, Es wirkt noch nicht wirklich, dass ich irgendwas daraus herausheben könnte, dass es einfach nur generisch bleibt. Und wir fangen erst gar nicht an, oh, aber da haben wir ein kleines Mädchen mit Superkräften. Sag ich, ja, da ist immer ein kleines Mädchen mit Superkräften. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es nicht ein bisschen zu zwanghaft auf Mystery aufbauen. In Bezug auf, okay. Diese komischen Viren, die Menschen anscheinend in verschiedene Mutationsstufen zur Vernichtung treiben. Also wirklich, dass Menschen sich in alle möglichen Arten von grotesken Tiermanifestationen verwandeln. Gut rübergebracht, muss ich sagen. Gut rübergebracht im ersten Episode. Wesentlich mehr auf die, oh, okay, das kenne ich aus diversen Asylum-Produktionen und Sachen, die man früher auf Tele 5 gesehen hat auch einmal. Oder vielleicht auch immer noch, ich weiß nicht. Ich schaue mal dann kein Fernsehen, das ist es ja. Wie sie sich verwandeln, vor allem in Bezug auf. Oh, kam gut rüber. Hab da schon einige Filme in der Richtung gesehen, auf jeden Fall. Dass eben noch dieser, noch dem mehr oder weniger der beinahe Vernichtung der Menschheit und dem sich einbarrikadieren hinter riesengroßen Pylonen aus einem bestimmten Material, einem bestimmten Metall oder so, Palladium oder sowas in der Richtung. Es war nicht Palladium, es war ein anderes Makeshift. Also nicht wirklich, es könnte real, es ist auch nicht real Material, dass diese Kreaturen, diese Infektionen hervorbringen eben, abhält. Also, okay, hier haben wir eine kleine, oh, Silberhölzefern, das ist eine richtig kleine, es ist fast ein Schrägstrich eine Blade-Storyline, weil es gibt diese Cursed Childrens, die alle nur Mädchen sind. Wir müssen irgendwie den Lolli-Faktor einbauen und der kommt hier weit raus, okay? Das ist Level in Bezug auf schon fast Unbreakable Machine Dolls, wenn man auf ein paar Sachen von ein paar früheren Staffeln rausgeht, aber früheren Seasons. In Bezug auf, yeah, du hast hier ein kleines Mädchen, das ein bisschen zu sehr an ihre Partner hängt. Und so, okay. Solange sie es nicht in so einem Maß ausführen, okay? Aber dazu komme ich noch. Auf jeden Fall. Es ist eine Serie, die oft gemacht und wahrscheinlich sehr stark durch die Charaktere getragen wird. Dass es hier, oh, das Mystery, hier gibt es jemanden, der Morde begeht. Und das sieht man auch gleich in der ersten Folge, diesen komischen Maskentyp, der mich aus irgendeinem Grund an Sailor Moon Sachen erinnert, immer wieder. Auf jeden Fall. Dieses ganze, oh, ich bin so powerful, dass du mir nichts tun kannst. Und es ist mir sogar egal, wenn du mir das Genick brichst. Okay, ein bisschen zu. Ich hätte ein bisschen mehr Mystery erwartet, aber in eine andere Richtung. Also nicht zu, oh, wir sind so mysteriös, dass wir dir das Ganze unter die Nase reiben müssen. Und das ist etwas, was man bei den Starlands immer so etwas. Wenn Klischee sich selbst mehr oder weniger in den Arsch beißt. Oh Mann. Aber naja. Aber es ist solide. Es ist noch nicht so over the top, wenn man es abzuweiten, wie die Serie verläuft. Ihr habt erst die erste Episode gesehen. Und
Es ist sicher keiner von diesen Animes, die man sagen kann, die die nächste Zeit lange überleben werden. Also dieser ist wirklich der, der jetzt gerade, wow, wo der sicher öfter im Gespräch sein wird, aber sobald diese Season vorbei ist, ist er im gleichen Moment nach der letzten Episode wieder vergessen. Weil ich nicht wirklich was sehe, außer halt eben, okay, ich hoffe, sie drehen nicht zu stark den Lolli-Fanservice hoch, okay? Das ist etwas, was ich jetzt in letzter Zeit immer häufiger gesehen habe, dass sie... Ah, yeah, ich sag nur so in Richtung Rookie Boo, okay? Rookie Boo, Entschuldigung, in der Richtung. Was glaube ich, in dem Kopf habe, dieses 12-jährige Mädchen, die Basketball spielen, oh Mann. War eine nette kleine Story, wenn nicht die ganzen unglaublich Kameraeinstellungen wären. Da war zu viel im Low-End-Bereich. Also wow, wo ich sagen muss, okay, hier mag jemand definitiv Arsch. Kein Problem für mich, ich hätte nur gern, dass der ein bisschen im etwas älteren Bereich wäre. Okay, 18 plus wäre angenehm. 12 Jahre ist ein bisschen so. Da kommt mir so die Gedanken, so wie die ganzen Fanservice-Sachen in den ganzen anderen Serien, wo sie andere Sachen zusammen kombinieren mit Fanservice. Comedy, Fanservice geht. Gore und Fanservice ist nicht so mein Bereich. Ich bin nicht unbedingt so der Typ, der was sagen könnte, okay, mir war der Fanservice an einigen Stellen zu wenig gorig, zum Beispiel bei High School of the Dead. Das ist immer, das ist der komische Witz, kommt mir mal in den Sinn in Bezug auf, oh, von Family Guy, falls du mal kennt, wie zum Beispiel sie diesen Schokoriegel erfunden haben. You have my fanservice in your gore. Your gore is on my fanservice. Oh. Das gleiche hier auch. Ich weiß, dass es Leute gibt, denen das sehr gut gefällt. Ich habe auch so nichts dagegen von mir aus, solange ihr es anschauen wollt, okay. Ich bin nur nicht der Meinung, dass das unbedingt so ein vorteilhaftes Ding ist, wenn man es hier bei uns zeigt, okay? In Japan ist es anders, aber hier bei uns ist immer so eine Frage, die ist... Okay, Leute, seid ein bisschen vorsichtig damit, okay? Ein bisschen Fanservice, okay. Zu extrem wird es ein bisschen zu sehr in Richtung Kodomonojuri, okay? Das wird ein... unangenehm. Ich hoffe, dass es einigermaßen... Noch haben sie es unter Kontrolle gehalten in einem okay-Bereich. Ich hoffe, sie machen es nicht zu extrem. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass der mit der Anspielung auf Blade, die ich jetzt gebracht habe vorhin, ist ziemlich nahe dran, eben mit Cursed Children. Und Black Bullet ist wahrscheinlich genau in dieser Richtung. Vor allem, weil sie diesen getimten, dramatischen Plot immer reinhauen. Quasi, oh, sie sind infiziert, aber ihre Infektion läuft sehr viel langsamer, deswegen haben sie diese Superkräfte. Und, aber irgendwann bricht dann die Krankheit bei ihnen auch aus. Und immer, oh, das haben wir schon so oft gesehen. Und man könnte es schlauer machen, aber hier ist es wirklich nur auf diesem... Und du siehst bereits jetzt am Horizont nach der ersten Episode, wo es hingehen wird. Sie hätten es ruhig ein bisschen schlauer machen können. Also es ist nicht schlecht, nur halt eben, ich sehe hier nicht den diesen Cool-Klassiker-Faktor. Es ist eher so dieses Ding, das zuerst bejubelt und dann vergessen wird, sobald eben die letzte Episode raus ist, leider. Kann man nichts machen, aber es ist zumindest keine von diesen wirklich beleidigenden Serien, zum Glück. Okay, je weniger ich dazu sage, umso besser wahrscheinlich. Ich habe noch keine Ahnung, was mich nächstes anschaue. Mir wurde aufgehört, oh, ich soll mir Captain Earth anschauen. Ich mag das, wenn ich jetzt über Simulcasting-Sachen reden muss. Weil, weil dazu möchte ich sowieso mal irgendwann mal ein Thema machen in Bezug auf, Leute, ihr macht das alles zu schnell irgendwie. Mir kommt das Ganze etwas zu schnell vor. Weil man merkt wirklich, dass die meisten Leute zu, sehr darauf aus sind, oh, es kommt schnell, 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 und ich glaube, da machen die Publisher einen großen Fehler. Okay, da wollte ich nur mal so reinwerfen nebenbei, mit dem zu schnell zu uns zu bringen, weil
Was macht ihr, wenn ihr dann zum Beispiel zwei, drei Serien, also müsst ihr auch nur eine, weil ich weiß, dass die ziemlich knapp kalkulieren müssen. Was macht ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Serie im Simulcast habt, für die ihr einen Haufen Geld ausgegeben habt, in Bezug auf die Lizenzierung, und die ist dann der totale Flop? Oh, die ersten Episoden waren super und dann auf einmal drei, vier Episoden. Ich erinnere nur so quasi an, okay, bei den meisten Leuten ja nicht einmal mehr die Staffel vom letzten Jahr erinnern. Aber es gab so letztes Jahr, Anfang, Ende, vorletztes Jahr zum Beispiel Level E. Diese kleine Alien-Invasions-Storyline von einem blonden Typen, der auf einmal in einer Wohnung von einem anderen auftaucht und das Ganze ist eine quasi Pseudo-Invasion-Story in Bezug auf, ja, wir machen uns quasi über jeden Fantrope lustig. Aber lass mich da. Und die ersten vier Episoden grandios. Grandioser Anime, die ersten vier. Ich habe auch schon damals schon gesagt. Level E, die ersten vier als OVA-Reihe wären brillant. Dann geht das Ding aber noch bis zur 12. Episode weiter, also 13. Ich bin ganz sicher, ob es 12 oder 13 Episoden waren. Und dann denkt man so, okay, ab dann wird es nur noch so langweilig. Weil sie feuern die ersten paar Episoden wirklich eine geile Unterhaltung mit geilen Plot-Twists raus und dann wird's fade. Unglaublich fade. Leider. Und sagen muss, okay, und da sehe ich ein paar so, das könnte zu einem großen Crash führen. Nicht könnte, wird. Weil. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Aber auf jeden Fall, oh Mann. Und wie gesagt, ich irgendwie bei Captain Earth. Haben noch nicht gesehen zum Beispiel, aber. Ich habe aber noch nicht einmal angefangen, die neue Season zu sehen. Also, oh, das wird lustig. Das wird lustig. Ah. Ich habe das nächste Mal, werden wir an Blade und Soul setzen und an. Kakashi Actors, glaube ich. Ja, Und die werde ich nächstes, jetzt glaube ich noch heute schnell setzen und dann vielleicht morgen dazu ein Video machen. Auf jeden Fall, oh Mann, Black Bullet, ich hoffe, sie halten den Lolli-Faktor unter Kontrolle. Zumindest was die Fanservice auch noch angeht. Nanas geheimer Schatz. Light Novel Adaptation, die ich empfehlen kann. Wirkt auf jeden Fall sehr lustig. Und wird wahrscheinlich einen ziemlich grotesken Weg einschlagen. Weil das haben Light Novel meistens so an sich, dass sie an irgendeinem Punkt ziemlich irre werden. Aber zwei vernünftige Titel, wobei ich eben sagen muss, Black Bullet, dafür was man am Anfang, bevor die ersten Previews raus waren, davon gehört hat, ist es bei weitem noch im Anfangsstadium, also so wie ich jetzt in der ersten Episode gesehen habe, nicht das große Hype-Ding, das mir einige versprochen haben. Weil sie wirklich gemeint haben, oh, The Next Classic. Wenn wir dieses Jahr Klassiker haben, die wir dann ins nächste Jahr als in Bezug auf Cosplay und Fanbase bezogen bekommen werden, wird das in der Sommer-Season sein wahrscheinlich. Also die nächste Season, also die kommende Season jetzt an. Würde ich mal sagen. Wenn. Und ich glaube eher, dass dieses Mal ziemlich spät wird. Wahrscheinlich eher erst so Herbst- oder Winterseason. Dieses Jahr, was kommen wird, was wir wirklich wieder mal rüberschleppen können über den Silvesterabend und das dann im nächsten Jahr erst wieder so langsam und leicht sterben wird. Also in dem Sinn noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ich mache morgen noch was. Ich sollte auch immer mit Parallelklavier was machen. Ich habe wohl ein paar Sachen bekommen, ein paar interessante Sachen sogar, aber noch keinen Plan. Außerdem möchte ich mal eine Runde schlafen. Kaffee bringt es nicht den ganzen Tag. In dem Sinn, cheers und vielleicht bis morgen, ansonsten die Tage mal. Ciao. Noch warm, cool.